Da sind wir wieder. Die Dahlbergs. Unterwegs. Zu Hause. Mit dem Film, dem Jahresrückblick, dem genau. Versprochenen. Der Film beginnt beim Jahreswechsel 2018-19 und endet mit dem Jahreswechsel 2019-20 in Lissabon. Ja, die erste Silvesterparty war eine Abschiedsparty von unseren Lieben in Leverkusen. Und ein paar von denen, die da schon bei der Silvesterparty dabei waren, die waren dann auch in Lissabon bei der Silvesterfeier mit dabei. Also unser Sohn mit Freundin und eines unserer liebsten befreundeten Bärchen. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Können wir so stehen lassen. Gut. Viel Spaß beim Anschauen. Ja, viel Spaß. Doch geht es hier bei weitem nicht ums Saufen. Es geht um mehr. Die Dahlbergs gehen laufen. Eher blond geworden, Schütter schon mit dünnen Haaren. Sie ist noch fit, weil jünger noch an Jahren. Jetzt ziehen sie in eine Hütte, ein Wohnklo, nicht viel mehr. Betreutes Wohnen wird da schwer. Auf vier Rädern, jetzt hab ich's, geht's über den Teer. Quer durch die Welt, so ungefähr. Ihr denkt, wenn sie sich nicht verfahren, ach, ist das peinlich, dann schaffen sie es nach Wuppertal. Wahrscheinlich. An der Wupper, Wasser bis zum Horizont, na bitte sehr, erzählt ihr uns, wir wären am Mittelmeer. Doch, das könnt ihr euch ins Haarteil kleistern, weiter als bis Wuppertal, das werden wir schon meistern. Wir proben dann an Adria und Mittelmeer und dann am schiefen Turm, da steppt der Bär. Wir singen dort für Pizza und Baguette. Für mich wäre ein Bratfisch auch ganz nett. Ich sehe, ihr winkt schon ab, euch fehlt der Mut zu solchen Schritten, dann bleibt doch hier bei Currywurst und Fritten. Ja. Seht euch doch an, Heulsusen, wie ihr seid. Ich wüsste, dass wir loswerden. Nur Mut, seid für Veränderung bereit. Doch hört ihr eines Tages ein schwaches Wimmern, dann schnell, fahrt los, ihr müsst euch um uns kümmern. Dann sitzen wir verarmt am Mittelmeer, haben Hunger, Durst, noch kein Mittelmeer. Kalt ist es. Ja. Minus 6 Grad, nee. So manchmal im Januar ist das so, ne? Wir haben unser Haus, sind gerade dabei, unser Haus zu verkaufen und ursprünglich wollten wir ganz ins Wohnmobil ziehen, das heißt uns aller Dinge entledigen, die wir haben. Und jetzt haben wir nach einer Lösung gesucht, wie wir den Hauptwohnsitz erhalten können. Die Lösung bestand darin, ein Mobilheim auf einem Campingplatz zu beziehen. Gepachtet hatten wir das Grundstück am See in Schleswig-Holstein bereits im Oktober. Im Januar waren wir dort,
um Möbel zu bestellen und einige organisatorische Dinge zu erledigen. Wir sind wieder zurück in Leverkusen bei schönstem Frühlingswetter. Mitte Februar, Valentinstag. Und der Termin unseres Auszugs rückt immer näher. Wir sind im Haus am Räumen. Das Chaos. Vielleicht schauen wir uns das einfach mal an. Morgen haben wir unseren Notartermin, dann geht es weiter in die Planung und ja, da müssen wir sehen, dass wir bis Ende März aus dem Haus raus sind. Wir kehren natürlich nicht nur Leverkusen den Rücken, sondern auch noch einigen von unseren Freunden. Zum Wohle! Prost! Geschafft! Geschafft, das Haus ist verkauft. Heute verkauft. Genau. Heute war Notartermin. Vorige Woche haben wir noch in Leverkusen das eine oder andere Zimmer leergeräumt. Unser Grundstück. Am 13. März wurde endlich unser heiß ersehntes Mobilheim geliefert. Natürlich waren wir dabei, auch wenn wir dafür sehr früh aufstehen mussten. Als das nun geschafft war, fuhren wir mit unseren Kindern auf eine Mini-Kreuzfahrt nach Göteborg. Ja, hier geht es aus Kiel weg. Eigentlich bei wunderschönem Wetter. Das glaubt man gar nicht. Es war so ziemlich kalt. Der einzige Tag in der Woche, wo es schön war. Ne? Kalt war es schon, aber der blaue Himmel und die weißen Wolken, das hat es mir sehr angetan. Es sieht toll aus, wie das da hinten auch so am Horizont verschwimmt. Diese kleinen Häuschen da auf diesen Mini-Inseln, das ist schon Wahnsinn, wie sie die da drauf gebaut haben alleine. Vor allen Dingen, wenn es, was hast du gesagt, wenn es mal stürmisch wird, dann möchtest du da nicht wohnen. Da möchte ich da nicht wohnen. Die sehen aus wie aus einer anderen Welt da, diese Kräne. Die. Das ist schon in Göteborg. Ja. Wir sind viel mit der Bahn gefahren, wir haben uns extra Tickets für die Straßenbahn gekauft. Quirliges Leben in dieser Stadt. Tolle Stadt, finde ich. Ja, das ist echt Atmosphäre. Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Genau. Zurück von der Kreuzfahrt. Oh, und wir stehen hier gerade in unserem schönen, leergeräumten Haus. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das Haus ist leer. Guckt euch das Drama an. Im April sind wir dann eingezogen in unser kleines neues Haus.
Ganz besonders schön ist die überdachte Terrasse mit Blick auf den See. Von 140 Quadratmeter auf 40 Quadratmeter reduziert, aber es fehlt uns an nichts. Jetzt warteten wir noch auf den Ausbau unseres Vorzeltes, denn es sollte stehen, bevor wir losfahren wollten. Damit uns die Wartezeit nicht zu lang wurde, machten wir über Ostern einen kleinen Ausflug nach Eckernförde und Kappeln. Noch immer vom Campingplatz. Noch immer vom Campingplatz, aber wir sind mit einem Bein im Wohnmobil drin und es juckt unter den Rädern. Ich denke, bis nächste Woche Mittwoch sind wir weg. Ja. Ich hoffe, weil... Es wird ja auch langsam zu einem Running Gag. Freunde von uns haben schon gesagt, ihr kommt ja niemals los. Also Freunde vielleicht nicht, aber unsere Kinder. Ne? Schöne Grüße. Ja. Naja. Also die Alten sind bald sind auf bald Tour. Unterwegs, ja. Komm, ich mach keinen Quatsch. Ich mach wirklich keinen. Du kannst es uns glauben, wir fahren jetzt weg. Es ist soweit. Glaubt keiner mehr. Was machen wir jetzt? Klar. Jetzt fahren wir los. Ja, dann steig ein. Ja. Na, wie fühlst du dich so nach den ersten 100 Kilometer Europareise? Glaubt uns ja eh keiner, dass wir unterwegs sind. Wir sind ja auch ziemlich bekloppt, weit und breit keine Menschenseele. Also und ist das aber, wenn man wandern geht? Nee, es ist eigentlich nicht. Richtung Mount Everest sind Hunderte jeden Tag unterwegs. So, ja, okay. Aber hier ist kein Mensch weit und breit, weil wir haben heute zwischen 30 und 35 Grad Hitze, nicht Kälte. Und ja. Nachdem wir die Umgebung von Hohenberg ausgiebig erwandert hatten, fuhren wir weiter nach Tschechien. Unser erstes Ziel in Tschechien war Pilsen. Hier kommen wir schon nach Pilsen rein. Und ja, Pilsen ist eine sehr schöne Stadt. Hier wurde halt das Pilsener Urquell gebraut. Wir konnten dann allerdings nicht auf einem Campingplatz übernachten, weil da eine private Feier war. So. Von der Information wurde uns das Lokal Schweig empfohlen. Sieht ja schon schön aus, ne? Mhm. Zeit mit Pilsener Urquell. Und am nächsten Tag ging es direkt weiter nach Lipno. Ja, wenn ich den Turm hier sehe, da habe ich dich dann die letzten Meter dann doch alleine hochgehen lassen, weil ich nicht so ganz schwindelfrei bin. Ein bisschen bedauert habe ich es zwar auch, aber wenn einem die Knie weich werden, lässt man das dann lieber sein.
Aber jetzt geht die Fahrt weiter nach Krumau. Das kann man nur empfehlen, wer immer die Möglichkeit hat, da muss man mal hin. Toilette wegbringen, ist ja immer Männersache. Ja. Und es geht weiter nach Brünn. Untergrund von Brünn, kilometerweite Gänge, die hier gemauert haben. Gräfin Amalie, Lebensdaten habe ich nicht. Wenn die mit ihren Liebhabern fertig war, dann hat sie sie hier foltern und hinrichten lassen. Hier gibt es allerhand Daumen, das ist natürlich nicht erwiesen, ist eine Mär, aber klingt gut. Wenn man das hier alles so sieht, das hier anguckt, oh, nee, bin ich froh, dass ich heute lebe. Ja, ich komme. So, wir sind heute 3 Wochen unterwegs. Früher hätten wir uns jetzt auf den Heimweg gemacht. Aber wir können ja weiterfahren. Ja. Das waren immer so die Momente, wo wir dann im Auto saßen. Dann sollen wir nicht einfach weiterfahren. Und jetzt können wir einfach weiterfahren. Ja. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Bratislava. Hat ein bisschen was von Köln. So. Das ist jetzt die Burg Bratislava. Was weißt du noch? Was hat er alles erzählt? Ja, die ist komplett neu aufgebaut worden. Die Slowakei ist ja im Wandel der Jahrhunderte immer wieder zu verschiedenen Ländern dazugeschlagen worden. Österreich, Ungarn und ja, dann im Sozialismus zur Tschechoslowakei eingegliedert worden. Und ganz wenige Jahre in der Geschichte eigentlich eigenständig gewesen. Und eben jetzt ist er eigenständig. Ne? Ja. Sind ja auch nur 5 Millionen Einwohner und davon 500.000 alleine in Bratislava, ja, früher genau. Restburg genannt, zu Österreichs Zeiten. Jo, gehen wir noch mal ein Stück rum? Ja. Guten Morgen aus Ungarn. Dann was mitnehmen? Nicht. Ja, wir haben auch so viel. Wir haben noch genug. Wir kochen ja nicht genug. Tja, das ist ein Felsen über der Stadt. Ne? Wir sind noch nicht ganz oben, ne? Nee, kommt noch. Aber es ist schon eine Wahnsinnsaussicht.
Ja, einen schönen guten Morgen. Morgen. Die Dahlbergs unterwegs zu Hause. Erstmals aus Rumänien. Wir stehen hier auf einem Parkplatz. Der Parkplatz vom Kloster in Arad. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die erste Nacht in Rumänien verbracht. Okay, jetzt fahren wir weiter nach Hermannstadt. Nach Hermannstadt, ja, das ist der Plan. Genau. Rumänien verfügt mit seinen transsilvanischen Alpen über eine fast schon märchenhafte Landschaft. Die Straßen waren jedoch oft in sehr schlechtem Zustand und besonders für Wohnmobile nicht gut zu befahren. Wie groß das ist, meine Güte. Hermannstadt. Die haben sogar einen Flughafen hier. So. Der Platz heißt Piatta Mare. Aha. So rum. Ja. Wir haben hier nochmal auf dem letzten Supermarkt in Rumänien was eingekauft gestern. So ist das jetzt. Können wir euch ja dann jetzt zu dem Gequassel hier, was wir hier gerade bei unserer Tasse Kaffee noch so von uns geben, euch dann schon mal die bulgarischen Landschaften von unterwegs ein bisschen einblenden. Die jungen Leute, die das noch gar nicht kennen, denke ich, ist das ganz seltsam. Also wir kennen es ja noch von früher. Da sehr gut, ja. Das ist ja immer so, aber ja, du besonders. Mhm. Die bulgarischen Berge. Wie weit ist noch bis Sofia? Weiß ich jetzt nicht genau. 40 Kilometer. In der Nacht kommen wir in Thessaloniki an. Wir stehen hier auf einem wunderschönen kleinen Campingplatz und sind stinkend faul. In Litochoro, das ist ein Stückchen unterhalb von Thessaloniki. Ja, das Meer ist 100 Meter weg. Ja. Und ja. Der Olymp ist seitlich. Nachdem wir Litochoro verlassen hatten, fuhren wir mit dem Wohnmobil auf den Olymp. Zumindest so weit, wie es für uns möglich war. Danach machten wir uns auf den Weg zu den schwebenden Klöstern von Meteora. Thank you.
standen wir am Golf von Malia, einem sehr ruhigen Strandabschnitt, der vorwiegend von Einheimischen genutzt wurde. Nur wenige andere Wohnmobile gesellten sich ab und an zu uns, aber meistens waren wir alleine an diesem wunderschönen Golf. Wir dann aber weiter Richtung Piräus und Athen. Nach nur 2 Tagen Großstadt in Piräus und Athen sind wir weitergefahren auf dieser herrlichen Küstenstraße Richtung Korinth. Hier sehen wir den Kanal von Korinth, der schon in der Antike geplant, aber erst im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Akrokorinth ist eine Befestigungsanlage, die über mehrere Jahrhunderte von verschiedenen Herrschern besiedelt wurde, zurückreichend bis in die Steinzeit. Ein atemberaubender Ausblick erstreckt sich über das antike und das neuzeitliche Korinth. Die Brücke Rio Antirio verbindet die Peloponnes mit dem griechischen Festland. Auch hier verbrachten wir eine Nacht. Da wir im September bereits wieder zu Hause sein wollten, das Mobilheim musste ja noch winterfest gemacht werden, fuhren wir mit der Fähre von Igoumenitsa nach Venedig. Von dort ging es zuerst zu Freunden nach Kroatien und dann weiter ins schöne Slowenien. Unsere letzte Station aber in Griechenland verbrachten wir an einem wunderschönen Strand in Brachos. Der vergleichsweise kurze Abstecher nach Slowenien führte uns zu den Höhlen von Postojna und zum Prejama Castle. Wunderbares Wetter, herrliche Landschaft am Prejama Castle. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die Kapelle hat nicht mal einen richtigen Zufahrtsweg.
Nur über die Wiese, über einen Hügel kommt man hier hin. Zuletzt standen wir noch 3 Tage in Oreheck, einem idyllischen Dorf, umgeben von hügeliger Landschaft. Ja, wir sind wieder zu Hause. Genau. Fast 7000 Kilometer. Ja. War schon ein ganz schöner Batzen in einem Vierteljahr, aber es hat Spaß gemacht. Und jetzt sind wir hier in dem anderen Zuhause, das wir jetzt noch winterfest machen, unser Mobilheim. Ein Wochenende verleben mit unseren Mobilheimers, unseren Nachbarn hier an der Nordsee. Heute ist der 10.10. und wir stehen kurz davor, jetzt weiterzufahren. Endphase, es wird gepackt. Wir sind jetzt seit einer Woche, fast einer Woche unterwegs. Dann sind wir über Holland nach Belgien gefahren. So, jetzt verlassen wir Deutschland für mehr als ein halbes Jahr. So, genau. Dann fahren wir doch nicht aus Deutschland weg. Wir sind in Gent. Schöne Stadt, ähnlich schön wie Brügge soll sie sein. Wir gucken sie uns gleich mal an. In Brügge. Schon den zweiten Tag. Genau, uns gefällt uns total gut hier. Thank you.
Nachdem wir in Belgien Gent und Brügge besucht hatten, fuhren wir weiter nach Frankreich. Schönen Stellplatz, 4 Kilometer vom Mont Saint-Michel, den kann man da hinten in der Entfernung sehen. Danach zogen wir weiter in einen Naturpark, der unter den Franzosen auch Petit Canada genannt wird. Hier zeigte sich der Herbst von seiner schönsten Seite. Die Pyrenäen. Im Nachhinein betrachtet hatten wir bei unserer Pyrenäen-Durchfahrt richtig viel Glück gehabt, dass uns da der Schnee und die Wetterunbilden nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Die Landschaft ist atemberaubend, vor allem dann, wenn man auf spanischer Seite durch den Tunnel durchkommt und den Ausblick auf diese sich ausbreitende Landschaft hat. Caramba! Wir sind in Spanien! Viva España! Olé! Vergessen wir denn noch? Dieser Weitblick, der hat uns auch sehr beeindruckt. Saragossa. Saragossa ist die Hauptstadt von Aragonien am Ufer des Ebro, einer Millionenstadt. Bauwerke aus dem 11. und 12. Jahrhundert gibt es nicht wenige. Im Jahr 2008 war die Expo in Saragossa zu Gast unter dem Motto Wasser und nachhaltige Entwicklung. Toledo, Hauptstadt einer Region in der Mitte Spaniens. Die historische Stadt liegt auf einem Hügel über dem Flachland um Castillo La Mancha. In
Ins Auge sticht bei diesem Hügel sofort die monströse Festung Alcazar in der Oberstadt. Hier an dem Parkplatz, da kann man Pferde anbinden, da hinten gibt es eine Pferdetränke, hier finden bestimmt so Ritterspiele oder wie heißt das, Don Quixote-Spiele statt. Die Windmühlen von Consuegra. Consuegra gehört zur Provinz Toledo, ist eine kleine Gemeinde in der autonomen Region Kastilien-La Mancha. Der Charme der Stadt Córdoba hat uns nachhaltig beeindruckt. Maurische, christliche und jüdische Einflüsse prägen das Stadtbild. Wir schlenderten durch die vielen kleinen Gässchen und konnten uns nicht satt sehen. Wie so oft hinterließen auch die Römer ihre Spuren. Der Templo Romano. Zu den Sehenswürdigkeiten von Córdoba gehört die Puente Romano. Und natürlich auch die Mezquita-Kathedrale. Mit ihrem Palmengarten. Und mit einem Glockenturm, der das frühere Minarett ersetzte. Schließlich beim Verlassen der Stadt, schon auf dem Weg zum Wohnmobil, nahmen wir noch das Alcazar mit seinen üppigen Palmen. Ein besonderes Erlebnis in Sevilla ist der Spanische Platz. Die Kathedrale von Sevilla ist die größte gotische Kirche Spaniens und eine der größten Kathedralen der Welt. Und seit dem Jahr 1987 gehört sie zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Häuser und Gassen Sevillas haben uns genauso beeindruckt wie die schon in Córdoba. Unbedingt sehen sollte man die Setas de Sevilla, übersetzt die Pilze von Sevilla, eines der größten Holzbauwerke der Welt. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf die Stadt. Auf dem Weg von Sevilla nach Granada machten wir Halt in Antequera.
Aufgrund ihrer geografischen Lage trägt Antequera den Beinamen Herz von Andalusien. Wir machten uns auf durch die Stadt bis hin zu einer Anhöhe im Südosten. Am nächsten Tag fuhren wir in den nur 14 Kilometer entfernten Naturpark El Torcal mit seiner beeindruckenden Landschaft. Wir kletterten bergauf und bergab über teilweise rutschiges Felsgestein und quetschten uns durch enge Felsspalten. Aber diese Anstrengung hat sich wirklich gelohnt. Boah, ich komme kaum durch. Krass. Am Ende dieses Rundwegs kamen wir zu einer Aussichtsplattform mit einer tollen Aussicht ins Tal. Noch am gleichen Tag fuhren wir weiter nach Granada. Granada liegt in den Ausläufern der Sierra Nevada, dem höchsten Gebirge der Iberischen Halbinsel. Bei 20 Grad Celsius hatten wir einen Blick auf die schneebedeckten Berge. Am nächsten Tag planten wir den Besuch der Alhambra. Die Alhambra ist wohl das bekannteste Bauwerk Granadas und eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas. Sie umfasst Königspaläste, wunderschöne Innenhöfe und spiegelnde Wasserbecken. Die Alhambra Ende November und es war glücklicherweise nicht mehr ganz so gut besucht wie im Sommer. Vom Burgberg hatten wir einen faszinierenden Blick auf die Stadt Granada. Die Burganlage selbst ist etwa 740 Meter lang und an einigen Stellen bis zu 220 Meter breit. Eine weitere Sehenswürdigkeit Granadas ist die Kathedrale der Stadt. Der wuchtige und imposante Bau erhebt sich in der Mitte Granadas. Auch im Inneren beeindruckte uns die enorme Höhe des Kirchenschiffs und die lichte Weite, die durch die weißen Wände noch verstärkt wurde. Am Ende des Hauptschiffs stehen sich zwei Orgeln mit reich verzierten Prospekten gegenüber. Gibraltar. Zwar überqueren wir die Grenze mal zu Fuß. Ja, genau. Ja, erste Mal in Großbritannien, ne? Na, ich nicht. Na, ich schon. Wir entschließen uns zum Aufstieg auf den Felsen zu Fuß. Noch nichts ahnend, dass wir am Abend dann 17 Kilometer in den Beinen haben werden. Aber das schöne Wetter und die Aussicht entschädigen dafür. Man
glaubt's nicht. Wir passen einen Moment nicht auf. Da haben sie uns hier die ganze Wegzehrung weggeholt. Ein schneller Griff. Eigentlich solltet ihr hier gar nicht sitzen, ne? Krass. Passt aber sehr auf, dass kein anderer kommt. Ja, ja, sicher. Ja, ja, der freut sich heute über dieses Mal. Schnell reinschlingen, ne, bevor die Meute kommt. Ich glaube, wir gehen auch erstmal wieder weiter, bevor die Meute kommt. War nichts mit der Frühstückspause hier. Ja, haben wir gedacht, extra hier, damit wir noch nicht bei den Affen sind. Aber nicht ganz oben, fehlen noch 10 Meter hoch. Ich gucke die ganze Zeit hoch und in einem Moment, wo ich nicht gucke, ist er da. Ja. Hammer. Und mit welcher Frechheit du das hier eigentlich frisst, ne? Hast du das schon gemerkt, ja? Schon krass mit dir. Ja. Schmatzen tust du auch noch. Das ist nicht wahr, ne? Tja. Scheint zu schmecken, deine. Ja, es, man hört's, ne? Und ich habe heute früh gesessen, eine halbe Stunde Brote geschmiert. Nur für den Affen. Gut, eine Kiste Brote haben wir noch, aber die öffnen wir erst, wenn wir runtergehen. Dahin kriege ich nichts. So, und das muss bis Weihnachten reichen hier. Na? Tschüssi. Es hat den Anschein, als hätten die Gibraltar-Affen den Felsen und ihre Besucher fest in der Hand bzw. in ihren Bann gezogen. Wer den Aufstieg nicht zu Fuß unternehmen möchte, kann sich ein Sammeltaxi mieten oder mit der Seilbahn den Aufstieg erleichtern. Und wer es mag und schwindelfrei ist, der kann dann schließlich auch noch über diese Hängebrücke gehen. Meine Frau mag sowas. Ich halte mich da eher vornehm zurück. Jetzt sind wir in der Altstadt in Cadiz unterwegs, haben eben ein Teatro Romano gesehen mit ein paar Mauerresten und zwei Sarkophage, die aus dem 5. Jahrhundert vor Christus stammen, worauf wahrscheinlich die Begründung herrührt, dass Cadiz die älteste Stadt Europas sein soll. Ob das so ist, wissen wir natürlich nicht wirklich. Viele kleine Gassen und hier die Kathedrale von Cadiz. Das ist die San Carlos Wehrmauer. San Carlos Wehrmauer. Über eine Landzunge gelangten wir zum Castillo de San Sebastián. Am 15. Dezember erreichten wir die Algarve in Portugal. In Portugal verbrachten wir 10 Tage an der Praia da Falésia, in der Nähe von Albufeira. Hier standen wir auf einem großen Stellplatz, fußläufig zu diesem wunderschönen Strandabschnitt. Malerisches Wetter und eine malerische Steilküste. Sehen Sie noch nicht? Sehen Sie noch nicht? Nee.
Da sind sie ja. Zum Wohl. Schön, dass ihr da seid. Es ist uns gelungen, wir haben die 28 gekapert. Hey, einfach stumm. Silvester 2019 zu 20. Ja, ich bin's. Hallo. Yay! Ja, ist schon ziemlich angestrengt heute, aber ziemlich eng im Wohnmobil. Es ist noch so früh. Aber das ist der harte Kern von Silvester von vor einem Jahr, ne? Hi. Hi. Wir schreiben das Jahr 2019. Genau. Noch ein paar wenige Minuten. Und ein neues Jahrzehnt bricht an. Ja. Prost Neues! Prost Neujahr! Ja, das sind die aus Deutschland. Die sind schon eine Stunde älter. Ne? Hallo, wir sind aus der Zukunft. Ja, das denkt ihr auch nur. Ja, frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues. Neujahrsspaziergang 2020 am Atlantik bei Lissabon. Wir haben es kommen sehen. Nee, hallo müssen wir gar nicht sagen, oder? Hallo hatten wir schon. Hallo hatten wir schon. Hallo, die ihr schon mal Hallo hattet. Na, was hast du denn da Leckeres? Oh, was ich Feines gekocht habe. Ach, das ist aber nett. Ja. Was ist denn das Schönes? Ja, das ist einmal ein Budweiser und ein Pilsner Rotwein. GEMA hat hier keine Rechte. Das ist der öffentliche Wald für alle. Hat uns ein Ereignis übermannt. Keine Ahnung. Dich hat ein Ereignis übermannt. Seit wann nennst du mich Ereignis? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich mit meinem Genau immer. Das geht mir so. Ja, es wird schwierig, das Genau immer rauszuschneiden. Genau. Sonne scheint, wir haben 19 Grad am 29. Oktober. Ja. 30 Grad ist schon. 30 Grad? Fast. Gefühlte 30 Grad. Fangen wir mal von vorne an. In der Sonne bestimmt. Wir haben 19 Grad am 30. Oktober. Am 29. Oktober. Immer noch der 29. Hier steht der Schweiß auf der Stirn. Wir haben 19 Grad. Grad und nicht 30. Das fühlt sich aber an wie 30 Grad. Wir haben den 29. Oktober haben wir. Ja. Genau, den 29. Oktober. Bei 30 Grad. Bei 30 Grad. Quatsch. Gut. Ja, und? Hinter der Kamera ist gut grinsen. Ja.